Mini-Notebooks ungefähr so groß wie eine VHS-Kassette. Da fällt einem glatt das Toshiba Libretto ein. Im Jahre 1999 erschien allerdings eine fast ebenbürtige Alternative zu diesen. Das Palmax PD1000 Plus, hierzulande eher bekannt unter dem Namen IPC Lifestyle. Mit einem PCMCIA-Slot, 3 Audioanschlüssen, Infrarot und USB 1.1 war es seinen größentechnischen Konkurrenten überlegen. Über einen Portreplikator gibt es seriell parallel VGA und PS2 hinzu. Zudem lässt sich über ein proprietäres Kabel ein externes CD-Laufwerk anschließen, welches allerdings nicht beilag. Immerhin das Kabel gab es dazu. 3.498 D-Mark durfte der Konsument damals blechen. Technisch war das Lifestyle keine Wucht, aber dennoch interessant. Mit dem Cyrix Media GXIS befand sich hier der erste x86 System-on-a-Chip Prozessor, der die zusätzlichen Chipsätze für Grafik und Sound überflüssig macht, da sie bereits im Prozessor integriert sind. 166 MHz ist die Taktfrequenz und auf MMX muss man verzichten, somit ist der Prozessor weitaus langsamer als zeitgleich erschienene Prozessoren. 32 MB Arbeitsspeicher befeuern den kleinen, das Windows 98 SE thront zumindest hier seltsamerweise auf einer 2 GB Festplatte von Toshiba. Interessant wird's im Inneren, im Gegensatz zu Toshiba hat Palmax ein berührungsempfindliches 6,1 Zoll TFT-Display eingebaut, welches mit 640x480 Pixel keine berauschende, aber für die Größe immerhin ausreichende Auflösung darstellt. Eine Maussteuerung sucht man vergebens, lediglich die Maustasten findet man am Deckel vor. Der Nutzer soll vor allen Dingen den Touchscreen nutzen, weshalb sich im Deckel ein kleiner Stylus befindet. Da es sich hierbei um einen Touchscreen handelt, ist die Bildschirmausleuchtung nicht perfekt, man sieht nämlich die altbekannten Lichthöfe. Unter den drei AEDs, die für Standby, Festplattenaktivität und Akkuzustand stehen, gibt es den Einschaltknopf. Darunter befindet sich der Lautsprecher, der zumindest bei diesem Exemplar selbst bei mittlerer Lautstärke arg übersteuert klingt. Ungewöhnlich ist der Austausch des Akkus. Der Schlitz im Akku dient zum Einrasten der Verriegelung, weshalb der Deckel beim Austausch geöffnet werden muss. Dennoch gestaltet sich der Ausbau recht fummelig. Dem Notebook lag noch ein zweiter, längerer Akku bei, der die Handballenablage etwas erweitert, aber dennoch genauso wenig Kapazitäten hat wie der originale. Unglaublich wird's beim Tastaturlayout. Man hat zwar versucht, einige Tasten bei dem Platzmangel so sinnvoll wie möglich zu platzieren, doch bei einigen Tasten wirkt's gar misslungen. Bestes Beispiel, die Umlaute. Sie sind kreuz und quer verteilt und verderben gerade viel Tippern den Spaß. Neben dem Layout-Fauxpas muss man allerdings zugeben, man kann darauf selbst mit großen Fingern problemlos tippen und man erwischt die Tasten fast immer. Die Tastatur klappert etwas und der Hub ist ziemlich knapp, dennoch lassen sich kleine Texte erfreulich tippen. Der Vorbesitzer, nebenbei bemerkt ein Pfarrer, hinterließ ein Windows 98 SE mit einigen vorinstallierten Programmen. Beim Bedienen des Systems merkte ich jedoch ein paar Zickigkeiten der Bildschirmbedienung, so sprang der Cursor gerne hin und her. Eigenartig. Die Anbringung des Portreplikators erweist sich als simpel, auf der Unterseite das Schutzplastik wegschieben und das Lifestyle korrekt einstecken. Jetzt nur noch dran schrauben und schon kann man sie nutzen. Praktischerweise verdeckt sie nicht die hinteren bereits vorhandenen Anschlüsse. Misslungen finde ich die Positionierung des Anschlusses für das Netzteil, dies verdeckt nämlich den Einschub für PCMCIA-Karten. Das Gehäuse verdeutlicht zudem die Position der Festplatte, die kann durch das Entfernen der Abdeckung einfach ausgetauscht werden. Wer lange mit dem Gerät arbeitet, wird auf der Unterseite einen unangenehmen Temperaturanstieg bemerken. Das Notebook wird nach einer Weile nämlich richtig heiß.
Was soll man zum IPC Lifestyle sagen? Es wird nach einer Weile richtig heiß, das Layout ist ein Graus, die Lautsprecher sind zumindest hier eher mäßig, performancetechnisch ist es nicht sehr flott und der Touchscreen arbeitet präzise, aber wegen Windows wird's eher zickig. Was allerdings positiv heraussticht, ist der Formfaktor. Es ist ein tolles winziges Gerät, welches IBM-kompatible Hardware in sich hat und somit voll kompatibel zu Windows-Software ist, was zum Erscheinungszeitpunkt noch eine ziemliche Seltenheit darstellte. Und mit dem Touchscreen kriegt man ein kleines Gimmick dazu. Treue Fans würden jedoch das Libretto von Toshiba deutlich bevorzugen, zumal es heutzutage bei eBay auch gerne für hohe Preise weggeht. Wer sich allerdings mal die Konkurrenz ansehen möchte, das IPC Lifestyle wäre da zumindest ein Anfang.